Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Freiheit. Mein Thema ist aktuelle und mittelfristige Chancen individueller Freiheit. Leider muss ich Sie in doppelter Hinsicht enttäuschen. Zunächst einmal beginne ich mit Dingen, die Sie alle wissen, wo Sie vermutlich alle zustimmen und das vermutlich nicht mehr hören wollen. Aber warten Sie einen Moment, dann wird es etwas brisanter. In einer zweiten Beziehung muss ich Sie etwas länger enttäuschen. Allzu viel Raum für Optimismus kann ich nicht verbreiten. Und diese Enttäuschung wird wahrscheinlich fast bis zum Ende anhalten. Und ob mir in den letzten Sekunden noch ein Dreher gelingt, weiß ich selbst noch nicht. Ich beginne mit den Selbstverständlichkeiten. Freiheit ist Freiheit vom Zwang. Freiheit ist ein Abwehrrecht. Und zwar ist es ein Abwehrrecht vor allem gegen die eigene Regierung. In einer freien Gesellschaft gilt als selbstverständlich vor allem ein Eigentumsrecht, nämlich das Selbsteigentum des Menschen. Jeder gehört sich. Aus dem Selbsteigentum ableitbar sind andere Rechte. Wenn ich mir gehöre, dann liegt es nahe, dass auch die Früchte meiner Arbeit mir gehören und nicht dem Finanzminister. In erster Linie gehören sie zunächst einmal dem, der sie erarbeitet hat. Von daher gefiel mir das Wort Steuerprivileg heute Morgen auch nicht, weil es irgendwie von dem falschen Grundverständnis ausgeht, dass das Erarbeitete zunächst dem Staat gehört. Und wenn der Staat mir etwas von den Früchten meiner Arbeit lässt, dieses ein Privileg sei. Das halte ich für eine ganz verquerte Weltsicht. Denn im freiheitlichen Verständnis sind wir ja nicht als Staatssklaven geboren. Für den freiheitlich gesinnten Menschen geht es vor allem um Selbstbestimmung. Jeder darf, zumindest solange er anderen nicht schadet und mit dem Selbstbestimmungsrecht anderer in Konflikt gerät, selbst bestimmen, was er tut, was er arbeitet oder auch, wenn er bereit ist, die Folgen zu tragen, was er nicht arbeitet. Und das Selbstbestimmungsrecht der Menschen ist wichtiger als jedes demokratische Recht. Das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein. Denn demokratische Rechte sind ja immer nur das Linsengericht der Mitbestimmung. Und wer freiheitlich gesinnt ist, ist nicht in erster Linie daran interessiert, an der Subordination anderer mitwirken zu dürfen, sondern es geht darum, dass man selbst bestimmen darf, was man tut und nicht, dass man andere küjonieren darf. Das hat mit Freiheit recht wenig zu tun. So gesehen, eine freiheitliche Gesellschaft und eine demokratische Gesellschaft sind nicht dasselbe. Sie sind zumindest konzeptionell allerdings miteinander vereinbar und wir wünschen uns wohl eine freiheitliche und gleichzeitig demokratische Gesellschaft. Aber wenn eine Gesellschaft demokratisch ist, muss sie deshalb noch nicht freiheitlich sein. Freiheit ist also etwas, was immer verteidigt werden muss, und zwar gegen die Amtsinhaber in jedem Staat, nicht nur in der DDR, sondern auch in Staaten, wo eine ehemalige junge Pionierin regiert. Der Kampf um die Freiheit ist in der Demokratie eher härter. Er ist in jedem Fall notwendiger als in anderen Regimen.
Vor 30 Jahren sagte man ja, dass jeder Taxifahrer in Warschau und in Prag weiß, was Freiheit ist. Unter westdeutschen Soziologieprofessoren, unter meinen Kollegen, wussten das die meisten nicht. Und das hängt damit zusammen, dass sozusagen freiheitliches Bewusstsein in der Demokratie nicht automatisch wächst, sondern möglicherweise gerade durch einen an sich liebenswerten Zug der Demokratie gefährdet wird, nämlich dadurch, dass in Demokratien die Regierungen gern auf die Wünsche der Wähler eingehen. An und für sich etwas Positives, was man Regierungen auch nicht unbedingt vorwerfen sollte. Aber Wähler und Politiker sind Menschen, sie können sich irren, sie können Illusionen haben. Ein Musterbeispiel für eine Illusion wäre der Gedanke an ein bedingungsloses Grundeinkommen. Da das ja nicht vom Himmel fällt, ist dieses im Grunde genommen die Kehrseite des Gedankens der Teilversklavung der Leistungsträger. Denn anders kann es ja nicht finanzierbar sein. Bedingungsloses Grundeinkommen hört sich schön an. Wir alle werden von Zwang befreit. Aber es geht ja nur um den Preis der Teilversklavung eines Teils der Bevölkerung. Und das hört sich vielleicht nicht mehr ganz so nett an. Der Kampf um die Freiheit ist also seinem Wesen nach der Kampf gegen die Verstaatlichung des Menschen. Ein heute bei uns in Deutschland nicht mehr aktuelles Beispiel für die Verstaatlichung des Menschen ist die Wehrpflicht. Historisch haben ja die meisten Staaten das Recht beansprucht, junge Männer in den Tod oder in die Verkrüppelung zu schicken, denn darauf läuft ja die Wehrpflicht im Ernstfall hinaus. Das heißt, die meisten Staaten haben bis vor kurzer Zeit sozusagen den militärisch brauchbaren Nachwuchs immer als Staatseigentum behandelt. Dieses Problem, unter dem leiden wir zurzeit in diesem unserem Lande nicht. Dafür ist der Griff der Obrigkeit des Staates nach den Früchten unserer Arbeit umso härter und umso hartnäckiger. Was man als Staatsquoten bezeichnet, Staatseinnahmenquoten, Staatsausgabenquoten, aber auch Teile der Staatsausgabenquoten wie die Sozialtransferquoten, sind im Grunde genommen nichts anderes als Indikatoren der Unfreiheit. Inwieweit die Freiheit in unserer Gesellschaft dank unserer Obrigkeit schon überwunden worden ist. Steuern und Zwangsabgaben, Sozialabgaben nennen wir ja in Deutschland nicht Steuern. Im Englischen werden sie üblicherweise auch als Taxes bezeichnet. Für alle Zwangsabgaben gilt, dass sie uns daran erinnern sollten, dass der Staat ein permanenter Angriff auf die Freiheit des Menschen ist. Und jeder Freiheitliche hat eigentlich die Pflicht, diesen permanenten Angriff permanent abzuwehren. Nun, Sie mögen befürchten, ich sei ein Anarcho-Libertärer. Das bin ich nicht. Denn wenn wir den Staat abschafften, wer bliebe dann übrig? Der lupenreine Demokrat Wladimir Putin in unserer Nachbarschaft, denn seine Bereitschaft, den Staat abzuschaffen, schätze ich gering ein. Und das Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas. Also es gibt gute sicherheitspolitische Gründe, den Staat beizubehalten. Ich bin kein Anarcho-Libertärer.
aber mein Verhältnis zum Staat ist das wie zur Atombombe. Ich wähle bewusst diesen Vergleich, weil ich annehme, dass es nur wenige unter Ihnen gibt, die die Atombombe lieben. Wir müssen den Staat auch nicht lieben. Aber für die Atombombe und für den Staat gilt, seitdem diese Übel in der Welt sind, müssen wir mit diesen beiden Übeln leben. Von jetzt ab rede ich nur noch über das Übel des Staates und vor allem über den Steuer- und Sozialstaat. Und dieser ist im Grunde genommen ein Demokratieproblem. Ich mache ein ganz klein wenig quantitative Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die Staatsquoten sind vom Anfang bis zum Ende des Jahrhunderts von in der Nähe von 10 auf in der Nähe von 50% des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Gleichzeitig sind die Schuldenquoten gestiegen. Ich nenne Ihnen eine Schätzung aus der Financial Times, die gilt ja als seriöses Blatt. In Deutschland und Großbritannien 400% Staatsschulden, wenn man Pensions- und Rentenversprechungen mit einrechnet. In Frankreich und USA 500%, Griechenland 800%. Was bedeuten hohe Staatsquoten, die unsere demokratischen Politiker überall erreicht haben, bei gleichzeitig hohen Staatsschuldenquoten? Sie bedeuten natürlich weniger Wachstum, das lässt sich ökonometrisch belegen. Warum? Erstens gibt es Anreizeffekte. Die meisten Menschen arbeiten nun mal lieber für sich selbst als für den Finanzminister. Zweitens gibt es negative Erziehungseffekte. Warum sollen Eltern ihren Kindern Arbeitsdisziplin beibringen, wenn der Müllmann genauso gut oder schlecht lebt wie der ewige Hartz-IV-Bezieher? Es gibt Wanderungseffekte. Die Leistungsträger gehen in die USA oder in die Schweiz. Sozialhilfeanwärter kommen dafür gerne zu uns. Und es gibt Strukturwandeleffekte. Die schöpferische Zerstörung wird verlangsamt. Neue Branchen kommen nicht hoch. Warum bekommt der demokratische Sozialstaat Ausgaben und Defizite nicht nur bei uns, sondern praktisch überall in der westlichen Welt nicht in den Griff? Weil immer mehr Wähler immer weniger an der Steuerzahlung spürbar beteiligt sind. Das gilt nicht nur in Deutschland, das gilt auch in Großbritannien, das gilt noch stärker in den USA. Die unteren 60% der Bevölkerung und damit eine Wählermehrheit zahlt höchstens symbolisch nicht nennenswert Einkommensteuern. Und das bedeutet, dass es für Politiker einen systematischen Anreiz gibt zur Missachtung der Minderheit der Leistungsträger und Steuerzahler. Und das gilt gesellschaftsintern, das gilt neuerdings auch europaweit. Damit bin ich ganz kurz bei der Euro-Rettung. Ich habe nicht die Zeit, darauf einzugehen, was das ESM ist, was die Targetsalden sind, was die EZB alles anrichtet. Im Ganzen läuft es darauf hinaus, dass die überschuldeten Sozialstaaten eine zweite oder europäische Etage darüber setzen. Nun wird es möglich, dass der Sozialleistungsempfänger im Lande X nicht nur von den Leistungsträgern im eigenen Land, sondern auch von Leistungsträgern in anderen Ländern leben kann. Welch großartiger Fortschritt! Und weil Politiker sowieso dazu neigen, Fehler zu machen, welch großartiger Fortschritt, dass sie nun dafür belohnt werden, wenn sie noch unsolider als die Nachbarländer regieren, wenn sie noch mehr Schulden machen und dadurch einen moralischen Anspruch auf die Hilfe der anderen erwerben. Die Euro-Rettung läuft darauf hinaus, dass es zu einer zunehmenden Zentralisierung der Entscheidungen in der Politik kommt
Und das bedeutet, wir ermöglichen den Politikern jetzt etwas, was im historisch zersplitterten Europa nicht möglich war, nämlich flächendeckende Fehlentscheidungen, die einen ganzen Kontinent gleichzeitig betreffen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wenn wir irgendetwas über die Natur des Menschen wissen, dann wissen wir eins: Menschen können sich irren. Ich füge hinzu, auch Politiker sind nur Menschen. Das gilt sogar für christliche Politiker, dass sie keine Götter sind. Und das ist für mich ein Argument gegen politische Zentralisierung und ein Argument natürlich für freies Unternehmertum. Denn wenn Unternehmer freiwillig Verantwortung übernehmen, freiwillig entscheiden, dann entlasten sie die Politik. Unternehmer sind Menschen, die kleine Fehler machen, korrigierbare Fehler, die auch für diese Fehler haftbar gemacht werden können. Denn Kleinunternehmer vor allem, die werden in der Regel von der Politik nicht gerettet. Jeder Handwerksmeister, der pleite geht und 5 Leute dabei sozusagen mit um den Arbeitsplatz bringt, der wird von der Politik nicht gerettet. Der verliert sein Vermögen, vielleicht sein Haus. Bei kleinen Fehlern haben wir nicht nur leichte Korrekturmöglichkeit, wir haben nicht nur die Möglichkeit der Haftung, wir haben auch den Fehlerausgleich. Wenn der eine Anbieter, der eine Unternehmer die Nachfrage unterschätzt, ein anderer sie überschätzt, dann ist das für den Konsumenten schon egal. Beide haben Fehler gemacht, aber die Fehler gleichen sich aus. Bei Zentralplanung, bei Zentralentscheidung ist ein Fehlerausgleich schlicht und einfach nicht denkbar. Das Schlimmste aber an Regierungen ist, politische Macht verleiht eine Fähigkeit. Die Fähigkeit, nicht dazu lernen zu müssen. Als Machthaber kann man sich gegen diese Zumutung wehren. Kein kleiner Handwerker, kein Kleinunternehmer kann das. Nur Politiker können das. Aus diesem Grunde ist es so wichtig, deren Macht zu beschränken. Die Europapolitik der letzten 20 Jahre ist im Grunde genommen eine Serie von Fehlern. Bei der Euro-Einführung hat man vergessen, dass die mediterranen Länder regelmäßige Abwertungen brauchten. Bei Verträgen hat man vergessen, dass das Recht völlig nutzlos ist, wenn es nicht angewandt wird. Ich erinnere an die 60% Staatsschuldenschwelle, an die 3% Defizitschwelle, an das Beistandsverbot, an die Staatsfinanzierung durch die EZB. Und nun stellen sich die Euro-Retter hin und sagen, das heißt, sie sagen es nicht, aber sie müssten es wissen, wir haben bisher noch alle Verträge in allen wichtigen Punkten gebrochen. Deshalb heilen wir in Zukunft die Probleme des Euros durch neue Verträge. Und ihr Wähler, seid bitte so dusselig und glaubt, dass wir diese einhalten werden. Das ist ein politischer Induktionsschluss. In der Vergangenheit haben wir alles falsch gemacht, in Zukunft machen wir alles richtig. Und das könnt ihr aus unserer Vergangenheit ablesen. Der Euro ist ein Nullsummenspiel. Alle verlieren. Die mediterranen Länder, bei denen sieht man die Niederlage am deutlichsten auf dem Arbeitsmarkt. 50% Jugendarbeitslosigkeit oder mehr in Spanien oder Griechenland. Kein Vergnügen. Wir erben fremde Schulden, macht auch nicht allzu viel Spaß. Durch die Niedrigzinspolitik, und die betrifft uns alle, die betrifft auch die Besserverdiener. Bisher war es ja in der Vergangenheit möglich,
dass zumindest Besserverdiener, sagen wir die oberen 10% der Bevölkerung, durch eigene Leistung für ihr eigenes Alter ansparen konnten. Jetzt, wo uns die Euro-Rettung und die EZB Negativzinsen beschert, kann kein Freiberufler, wenn er nicht zum oberen Promille gehört, zum oberen Prozent, das reicht vermutlich schon nicht mehr ganz bei Negativzinsen. Denn gegen Negativzinsen anzusparen fürs Alter ist so gut wie unmöglich. Mit anderen Worten, die Negativzinspolitik der EZB verschärft den Druck auf die Individuen, nicht für das Alter vorzusorgen. Sie sorgt dafür, dass die junge Generation viel mehr als meine Generation verstaatlicht wird. Nicht nur, weil sie meine Pension und die meiner Altersgenossen zahlt, sondern auch, weil sie für ihr eigenes Alter nicht mehr durch Sparen vorsorgen kann. Auch diese Möglichkeit wird ihnen dank Schäuble und Merkel genommen. Die demokratischen Sozialstaaten, und das gilt für alle, nicht nur für Frankreich, auch für Deutschland, Großbritannien, USA, sind in der Krise, die sind in ein Loch gefallen. Die Politik buddelt gnadenlos weiter. In Deutschland nenne ich nur Mütterrente, Rente ab 63, Mindestlohn, Aufbau der Transferunion geht weiter, Bankenunion. Vermutlich gibt es auch bald eine europäische Arbeitslosigkeitsversicherung. Gleichzeitig verrotten Teile der Infrastruktur und die Industrie wird durch teure Energie- und Klimapolitik zur Abwanderung Richtung Amerika angeregt. Der demokratische Sozialstaat gefährdet sich selbst. Mit einer Politik gegen Leistungsträger und Steuerzahler und gegen die junge Generation. Das wirft die Fragen auf, kann die Demokratie überleben, wenn sie den Leistungsträgern nur Steuererhöhungen bietet, den Sparern nur langsame oder sollte ich sagen sozialverträgliche Enteignung, der Jugend nur Schuldenberge und Schuldknechtschaft. Auch in der Demokratie gilt eins, was für alle politischen Regime bisher gegolten hat. Jedes Regime ist bisher durch seine Amtsträger ruiniert worden. Und das vergessen Demokraten, wenn sie von ihrem Versagen ablenken und zum Kampf gegen Extremismus in unserem Lande am liebsten gegen Rechtsextremismus aufrufen. Die Rechtsextremisten sind viel zu schwach, dass sie unser Land ins Unglück treiben können. Dafür braucht man schon ein Amt. Und das Amt wird genutzt. Was tun? Der Kampf um die Freiheit ist nur als breites Bündnis von Leistungsträgern, Steuerzahlern und Jugend zu gewinnen. Ich könnte auch sagen, wir brauchen ein breites Bündnis von Geist, Geld und Vitalität. Wobei es natürlich schön ist, wenn diese drei Eigenschaften sich ab und zu auch mal in einer Person vereinen. Es gibt kein biologisches Gesetz, welches dieses unmöglich macht. Dann kann man besonders kräftig für die Freiheit kämpfen. In den USA funktioniert das halbwegs. Ich denke an Leute wie die Koch-Brüder. Die finanzieren nämlich unter anderem das Economic Freedom-Projekt, von dem heute Herr Döring gesprochen hat. Zu meinem großen Erstaunen habe ich das darin gelesen. Ich weiß, die finanzieren auch die Tea Party. Oder ich denke etwa an den Club for Growth, der amerikanische Parlamentarier verpflichtet,
zu unterschreiben, dass sie nie für Steuererhöhungen eintreten werden. Und wer sich weigert, das zu unterschreiben, der kann bei den nächsten Vorwahlen damit rechnen, dass der Club for Growth Gegenkandidaten großzügig finanziert. Mit anderen Worten, im Kampf um die Freiheit gilt, ich variiere jetzt einen Spruch aus der DDR, von Amerika lernen heißt siegen lernen. In der DDR hieß das natürlich ein klein wenig anders. Auch Herr Obama macht zwar Fehler, Gemeinsamkeit mit Frau Merkel, aber im Gegensatz zu ihr, und aus diesem Grunde beneide ich die Amerikaner, findet er wenigstens mächtige und vitale Gegner. Die würde ich unserem Volk für Frau Merkel auch wünschen. Denn die Freiheit hat in diesem Lande nur eine Chance, jenseits von Angela. Es wird Sie nicht erstaunen, dass ich Ihnen nicht widerspreche. Danke. Ich gebe Ihnen vielleicht noch eins mit. Joe Leinen und Elmar Brok haben eine Einleitung geschrieben zum Vertrag von Lissabon, den die Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben hat. Und dort schreiben sie, wir Europäer haben aktuell drei zentrale Sorgen. Arbeitslosigkeit, sozialer Abstieg und Klimawandel. Und um diese Dinge in den Griff zu bekommen, brauchen wir mehr Europa. Deswegen ist auch verständlich, wenn Cohn-Bendit und Verhofstadt schreiben, wir müssen Europa retten, koste es, was es wolle. Nehmen Sie das mit nach Hause, vielleicht überlegen Sie nochmal, ob es nicht doch noch mehr kosten darf, als es schon kostet. Viel Spaß. Danke.